Die NATO rechnet offenbar mit einem neuen russischen Angriff auf die Ukraine im Frühjahr 2023. Russland versucht, diesen Krieg zumindest für kurze Zeit einzufrieren, um dann im Frühjahr eine größere Offensive zu starten, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einer Veranstaltung der Financial Times. So solle der Kreml nach NATO-Erkenntnissen den Winter nutzen, um die russischen Truppen neu aufzustellen und seine Materialien zu reparieren. Stoltenberg betonte, dass die NATO zu den mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriffen auf russische Militärflughäfen keine weiteren Informationen habe. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte nach den Angriffen am Dienstag seinen Sicherheitsrat einberufen und über die Angriffe beraten. Die Ukraine hat sich bisher noch nicht zu den Angriffen geäußert.